Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer, ne, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Warum will Lucario mit mir reden? Hallo Lucario! Na, wie geht's? Ist der nicht aus dem einen Pokémon-Film, der Typ? Der so gut mit einem Lucario befreundet war, was sogar reden konnte? Ja und nein. Also ich will einmal dahin, weil ich, ich hier meinen einen Pokémon ja Attacken geben wollte. Aber ich will jetzt nicht bedingt kämpfen. Ich will nur zu der Trulla. Wo ist die? Hallo, ich will Attacken haben. Hin, wo ist die? Ich will gegen keinen von denen kämpfen. Ist die weg? Hallo? Okay, die ist gerade nicht da. Die hat Urlaub. Ich verstehe schon. Dann gehe ich auswandern so lange. Die Nebenquesten ignoriere ich jetzt. Savara und ich haben noch eine Mission zu erledigen. Wir müssen nämlich zum Kraterberg und all dem hier ein Ende bereiten. Ne, der ist schon weg. Ja, da hast du recht, Perla. Ja, irgendwie Kindergartenkacke. Ja, ich handle nur im Wohle aller. Wir versuchen unser Bestes, um ein Zusammenleben mit dem Pokémon zu ermöglichen. Oh, was kriege ich denn? Ein Top-Beleber! Oh, wie nett. Neue Befehle. Okay. Ich werde auf jeden Fall Mission 3 erfüllen. Den Rest können wir mal gucken. Als ob ich jetzt einfach instant dahingesetzt werde. Mission 1 erledigt. Wie weit muss ich denn nach oben klettern? Ja, hat man. Ach, wie nett. Ich kriege einen Top-Beleber und drei Top-Tränke. Ja, ich gebe mein Bestes. Irgendwer muss den Heini ja mal aufhalten, ne? Oh. Super, wie sich alle um mich sorgen. Auch nicht du schon wieder! Okay, wir gehen in Kürze da hoch. Hab nur noch mal eben kurz abgespeichert. Deswegen gab es kurze Unterbrechung. Einfach hier hoch, ne? Ich renne einfach durch. Ignoriere hier alles auf dem Weg. Oh, Nilevoltik.
Und ein Elekid, wollte ich sagen. Warum wollen sie mich so hart verprügeln? Ich habe doch gar nichts getan. Einfach rein, ne? Seid ihr bereit, Leute? Krieg ich noch mal einen Eisenbrocken. Wer will mich denn da jetzt noch aufhalten? Warum ist er hier? Warum ist Mobeshi hier? Okay. Das ist gemein. Der arme alte Mann. Ist das hier ernst? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Mobeshi ein Pokémon-Trainer ist. Gegen einen Ninja zu kämpfen, das ist auch toll. Oh, ein Traummagie. Dafür habe ich das perfekte Pokémon, nicht dich, Silvaro. Genau deswegen du nicht. Ich will nach Tara nutzen. Los! Och. Nee. Komm, Standpauke! Ja. Tschüss, kann selber einschlafen. Als ob. Ich spuck bei nicht sogar noch meine Ecke stärker. Tschüss. Als ob Standpauke nicht gereicht hatte. Willst du mich verkackern? Der Juwelenkampf ist das Einzige, was es einsetzen kann. Wieso lebt er noch? Standpauke! Ey. Was war denn das für ein unfairer Trick? Oh, Sneeboss als Gegner. Das muss natürlich wehtun. Aber für Sneeboss habe ich natürlich auch was. Sagte ich, während ich überlege. Ich hätte Luftschnitt. Aber zuallererst Top-Beleber. Ich habe ja zwei davon. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den anderen überhaupt her habe. Was jetzt ist ein Unheils-Clown? Was für ein Typus ist das? Also die Attacke. Los, Sorak! Hey, jetzt muss ich auch noch Silvaro beleben. Bei Schattenstoß kann ich zweimal angreifen. So, und jetzt. Dunkelklaue, komm, Volltreffer. Tschüss, Sneeboss. Mobeshi, du hast es drauf. Oh, ein Guardevoir, das wird easy. Dachte ich, dann passiert das. Ich muss lernen, meine Klappe zu halten.
Na gut, Nachtara sollte wirklich gleiches Spiel haben. Bei Psycho gegen Unlicht hat Psycho einen ganz klaren Nachteil. Natürlich kannst du Feen attacken. Ich hau dir einfach mit Eisenschweif ins Gesicht, wenn du schon eine Fee bist. Ich vergesse immer den Feentypus. Letztes Pokémon, Galagladi. Ist ja ein einziger Witz hier. So, Zoroark, du bist ein Geister-Pokémon, du hast Vorteile. Nutze diese. Ich weiß nicht, ist Galagladi eigentlich auch eine Fee? Ist egal, weil Zoroark tot ist. Aquana sollte keine wirklichen Nachteile haben. Ich bin hier die ganze Zeit meine Pokémon am Beleben. Ja, bei mir macht das nicht so viel. Hab mal Aquana draußen. Weißt du was? Jetzt kriegst du erstmal einen Spuckball ab. Kriegst sogar zwei. So. Tschüssikowski. Das war's mit dir, Mubeshi. Galagladi wurde besiegt. Tja, Mubeshi. Ich hatte halt mehr drauf. Irgendwer eine neue Attacke? Nee. War es eigentlich ein recht guter Gegner? Nee, sind sie nicht. Okay. Da kann ich nicht widersprechen. Ich kann das ja auch verstehen. Zu der Zeit war ein Pokémon bestimmt komplett furchterregend. In der Neuzeit sind sie halt das genaue Gegenteil. Da sind sie einfach nur gemütliche Haustiere. Ich sorge dafür, dass es hier friedlich bleibt. Aber vorher... So, jetzt haben meine Pokémon wieder volles Leben. Im Ernst, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Mubeshi ein Pokémon-Trainer ist. Okay, richtig cool hier. Ich bringe die rote Kette dahin. Das ehrwürdige Sinnoh ist Arceus. Hat er doch super gemacht. Mubeshi hat seine Kampfkleidung an. Im Ernst, warum hast du hier eine Samurai-Rüstung an? Ja, vertrauen Sie mir. Ich hätte den falschen Satz gewählt, Entschuldigung. Ja, ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Danke, Perla. Trau uns einfach. Ich setze hier mein Leben aufs Spiel, nur um euch alle zu retten.
Denboku. Ich werde dich besiegen. Du siehst richtig episch so aus. Er hat natürlich die Wächter-Pokémon unter sich, ne? Okay, Waskax will war ein Geister-Pokémon. Geisterflug. Kann ich einfach mit Standpauke oder Spukball umnieten. Oder auch nicht. Action! Zuschlagen und heilen! Ich mache jetzt erstmal Standpauke und dann kriegst du von mir noch einen Spukball. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er alle Wächter unter sich hat. Weil der Mubeshi hat ja auch einen, der für sich gekämpft hat. So, wer kommt als nächstes? Relaxo, okay. Gigastoß. Autschen! Da weiß ich, wie ich gegen anstinken kann. Ne, warte mal, er hat genauso schlechte Karten. Los, Panferno! Wir machen das mit Upright-Hieb. Pam! Und noch ein Upright-Hieb. Das finde ich so schön, dass man hier doch mit angreifen kann. Relaxo, kein Problem. Oh nö. Pixie. Ein Feen-Pokémon. Ich hasse es. Ich hol Blitzer. Das hat die wenigsten Probleme. Wir leben auf Panferno. Brauche ihn eventuell nochmal. Ja, mit der Psychokinese komme ich klar. Weißt du nämlich, wie ich das jetzt einfach mache? Ich gebe den Eisenschweif. Das macht richtig gut Schaden. Und ich mache sogar so, dann kann ich gleich eventuell nochmal angreifen. Ach, Kacke. Blitzer überlebt! Blitzer, nein! Los, Aquana! Autsch, nee, ich hab mir gerade Fuß gestoßen. Du, deine Psychokinesen! Gehst mir auf den Senkel damit! Nassschweif, das sollte reichen. So, wer ist der Letzte? Ein Geowatz. Als ob man mir den Sieg schenken will. Pam. Ich hoffe, meine Pokémon können jetzt nochmal vor dem Bosskampf mit dem richtigen Gegner jetzt nochmal geheilt werden. Nein, das ist das falsche Denken. Oh, Blitzer hat eine Attacke gemeistert. Hm. Der Samurai kniet nieder. Knie nieder, mein neuer Diener. Natürlich. Sind alle Pokémon geheilt? Okay.
Ich weiß jetzt nicht, wie lang das jetzt noch wird. Deswegen mache ich jetzt hier Feierabend für heute. Und dann gibt es den Endkampf. Hoffentlich beim nächsten Mal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr es ja. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.